In meinem letzten Video habe ich im Schrebergarten einige Bäume und Beerensträucher reingesetzt, natürlich auch die einen oder anderen Kulturpflanzen. Das letzte Video verlinke ich euch oben in der Infobox. Ist meiner Ansicht nach sehr interessant gewesen, welche Bäume ich da reingesetzt habe. Und jetzt möchte ich halt einfach mal anfangen, ja, nach den Eisheiligen euch zu zeigen, was ich alles ins Freiland rausgesetzt habe, hier bei mir im Garten und natürlich unten auf der Hauptertragsfläche der Permakultur. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Name ist der Christian, falls ihr mich noch nicht kennt. Und wir fangen gleich hier an, ja, auf der Terrasse. Hier haben wir jetzt die ersten Gurken rausgesetzt, auch wieder hier mit dem Netz. Wir haben hier pro Reihe 4 Gurken reingesetzt. Mit Schnecken haben wir bis jetzt keine Probleme gehabt. Es sind verschiedene Schlangengurken, auch mittelgroße Snackgurken, Einlegegurken. Hier am Rand haben wir jetzt zum Beispiel solche Tomatenstäbe aufgestellt, damit die dort ein bisschen hochklettern können. Und hier haben wir den einzigen, den habe ich heute entdeckt. Da haben die Schnecken ein bisschen geknabbert. Das sind jetzt 2 russische Einlegegurken zum Beispiel. Die habe ich mal vor 2 Jahren angepflanzt, hatte noch Saatgut übrig und habe sie dann reingesetzt. Hier haben wir dann nochmal Tomaten in einem etwas kompakteren Hochbeet. Hier, das ist die Sorte Babuschka. Wird immer wieder von den Schnecken angefressen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da jetzt eine neue reinsetzen soll. Wird sich zeigen. Und hier vorne habe ich dann auch nochmal ein paar Tomaten reingesetzt. 4 Stück an der Zahl, auch wieder mit Stäben. Werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr triebig ziehen lassen, damit sie nicht ganz so hoch werden. Ich weiß ja nicht, wie der Sommer so von der Dürre ausschauen wird. Dann könnt ihr hier die Vorzucht von meinem Vater sehen. Das sind die Feuerbohnen, die er vorgezogen hat. Die möchte er jetzt hier an dem Gerüst, zum Beispiel, wo die Riesenfazelia gewachsen ist. Freut mich auch, die ist wild aufgegangen. Aber er möchte halt hier in seinen Kästen, da und da, möchte er die halt wie jedes Jahr hier oben ranbinden oder aufhängen lassen. Und er hat sie halt vorgezogen, weil anscheinend fressen ihm seine Bohnen, werden immer angefressen und das mag er nicht so. Und da, hey, da ist eine Wespe. Hallo, mein Freund. Mach's dir bequem. Du gehörst nämlich auch zum ganzen Kreislauf dazu. Du frisst viele verschiedene Insekten und sorgst für ein gutes Gleichgewicht. Nehme dir nur noch Holz heraus für dein Nest. Naja, also jedenfalls kommen hier die Feuerbohnen rein. Da werden wir auch immer wieder ein bisschen Eiszapfen, Rettich und Radieschen auf der anderen Seite raussehen. Aber erstmal muss dann auch die Phacelia raus, so schön es ist. Dafür haben wir hier die Phacelia, wo auch die Wildbienen, die Hümmelchen rumschwirren. Aber sonst, was man hier noch auf der Terrasse sehen kann, untermauert mit dem schönen Kirchenglocken. Das ist jetzt hier die sibirische Kiwi, die ihr gesehen habt. Die muss noch anwachsen. Wurzeln bilden, wie ich auch in meinem letzten Video erzählt habe. Und das sind jetzt hier die Melonen, die noch als Ersatz da sind. Die werde ich dann auch noch irgendwann rauspflanzen. Bei Melonen gehen immer. Hier vorne, das da ist jetzt mein erster Versuch in einem Kübel. Das ist eine Süßkartoffel. Im ziemlich großen Topf. Das ist die Sorte Sakura. Und ich möchte dieses Jahr wieder mein Glück versuchen, weil letztes Jahr im Feld ist es nicht so gut gelungen, als ich sie rausgesetzt habe nach den Eisheiligen. Also nochmal ein bisschen kühler geworden und dann ist sie eingegangen. Sonst, hier geht ein Eiszapfen in die Blüte. Nehme ich von ihm dann noch ein paar Samen. Blüten sind auch sehr schön, auch gut für die Bienen. Hier Petersilie und auch wieder Tomaten in den Kübeln, genauso wie hier Tomaten in den Kübel. Die hatte ich schon vor den Eisheiligen draußen, den hat irgendwie das Wetter von, ja, 2 Grad oder so nix ausgemacht. Hier noch größere Bohnen von meinem Vater.
Und hier weitere Tomaten, auch wieder in der Mitte Rettich. Und das hier ist auch etwas Besonderes. Das ist eine mexikanische Honigtomate. Und die habe ich von einem Freund bekommen, weil mein Freund, der regionale Urproduzent, hat ja dieses Jahr zum Auspflanzen verkauft. Ich habe sie mir genommen, 2 Stück, weil ich die Sorte haben wollte, und ab in den Kübel, weil bei mir im vollen Tunnel ja natürlich alles voll ist. Genau. So, dann gehen wir als nächstes mal ein bisschen weiter in den Garten, in die Beete, an die Hügelbeete entlang. Wäsche. Also hier grundsätzlich an dem einen Beet ist es wie im April. Salat wächst ohne Ende, Rotkohl, Spitzkohl, Knoblauch, wächst hier alles, immer ein bisschen vor Schnecken schützen. Hab die letzten Tage so viel abgesammelt, das ist der Wahnsinn, einfach nur auch auf dem Hügelbeet, um meine Melonen zu schützen. Jetzt habe ich schon gespoilert, tut mir leid. Aber hier, genau, jetzt zum Beispiel ein paar Eichen mit auf. Und wenn ich ein bisschen herangehe, das ist zum Beispiel eine Sonnenblume, die auch wild aufgegangen ist. Die habe ich hier reingesetzt. Finde ich auch schön. Und wenn wir dann hier auf die Hügelbeete gehen, dann sehen wir schon mal den ganzen Spaß. Fangen wir mal hier an. Ich habe rund um das Hügelbeet, um beide Hügelbeete, Fenchel reingesetzt und Stangensellerie. Das ist jetzt hier ein roter, müsste er sein. 2 rote Sorten. Und ja, hier auch Fenchel. Das ist Knoblauch, der schon super Wachstumsschübe bekommen hat. Salat habe ich unten mit an die Ränder reingesetzt. Überall Fenchel. Also das habe ich hier wirklich die ganz, hier kann man das überall sehen, Stangensellerie, also rundherum um den Hügel. Salate, Fenchel, Sellerie, auch auf dem anderen Hügel. Das ist so ziemlich identisch. Also da ist ja ungefähr die Kultur einigermaßen gleich, wie ich sie geplant habe. Denn wenn wir dann hier auf das Hügelbeet schauen, was sehen wir hier? Eine Wassermelone. Die Gläser habe ich genommen, um sie von Schnecken zu schützen, weil wegen dem Laub verstecken sich da die Schnecken sehr gerne. Und das ist einfach nur ein Hammer, wie viel ich da rausgesehen habe, also ausgelesen habe. Das ist zum Beispiel so eine Ersatz-Honigmelone, die ein bisschen angeknabbert war von der Voranzucht. Habe ich dann einfach reingesetzt. Und dann, wenn wir hier weiter gehen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sonnenblume, die in einem Kübel rausgegangen ist. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, warum kultivieren wir jetzt eigentlich Sonnenblumen in Kübeln? Das macht ja keinen Sinn. Also haben wir die rausgenommen, umgesetzt und habe ich sie hier reingesetzt, weil wenn vielleicht die Melonen dann ein bisschen ranken, also hier ist auch zum Beispiel eine, die ein bisschen angefressen ist. Aber wenn sie dann wirklich ankommen und wachsen, dachte ich mir, vielleicht klettern die ja die Sonnenblumen hoch. Warum nicht? Und ja, hier Melone, Melonen, also überall Melonen, könnten so an die 8 oder 9 Stück sein, ungefähr. Hier auch eine Sonnenblume, wird heute Abend gegossen. Und das ist ein Stangensellerie, der überwintert hat. Der wird dann in die Blüte gehen, was ich halt sehr interessant finde, wenn man sich dem so ein bisschen anschaut, hier unten. Das ist ein Ameisenhaufen, aber den lasse ich da gern auch dazu. Und hier, das ist jetzt eine Möhre, die in die Blüte geht, werde ich auch Samen nehmen. Ist auch schön. Vom letzten Jahr natürlich. Und hier auch wieder Schneckenschutz von den Melonen. Also überall, wo die Gläser sind, sind sozusagen Melonen. Muss ich dann auch schauen, dass sich das Feld ja ein bisschen weiter bewirtschaftet oder alles heranwächst. Hier, wenn wir ranzoomen, auch wieder Fenchel. Hinter dem Fenchel diese Blätter, das ist Kohlrabi. Hier Salat, Fenchel, Tagetes, um Nematoden zu locken, einfach für die Mischkulturen, für die Bienen. Auch hier Salat, Kohl, der ziemlich stark angefressen ist, genauso wie hier, also die Schnecken. Die waren schon ziemlich gut parat. Und zur Stelle hier Melonen,
Melonen. Und das ist sehr lustig, das ist ein Grünkohl, der die Farbe von einem Rotkohl angenommen hat, weil ich vor 2 Jahren einen Grünkohl und einen Rotkohl in einem Kübel kultiviert habe. Der hat Samen geworfen, der hat sich dann in die Steine da reingeworfen an die Terrasse, hat sich dann in die Erde rein. Da sind dann Pflanzen rausgewachsen und letztes Jahr im November habe ich dann die 4 Kilo einfach auf den Hügel gesetzt und das ist das Exemplar. Also ich habe jetzt einen neuen Grünkohl oder einen roten Blattkohl gezüchtet und ich nenne ihn freudigerweise Peace. Projekt Peace Grünkohl oder Rotkohl, keine Ahnung. Und auch hier wieder Sonnenblumen, freut mich auch ziemlich. Und hier eine Tagetes, die zwischen den Salat wächst und gelb ist. Und sonst gehen wir da mal ein bisschen an die Hochbeete in dem Bereich. Also das ist jetzt schon das erste Hochbeet. Hier haben wir Zwiebeln, Kartoffeln. Ich glaube, die habe ich mit dem Mulch oder mit der Erde mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, was daraus wird aus den Kartoffeln. Ich lasse mich überraschen. Und die eine Traube, die kommt. Sie hat sich erholt. Sie treibt aus. Ja, das freut mich. Ist einfach wunderbar. Also nicht aufgeben, auch wenn die Pflanzen zerfressen sind, Kälte abbekommen oder so. Selbst Trauben kommen irgendwann wieder. Haben wir zwar einen richtig heftigen Schock, aber naja. Und da freuen sich sogar die Bienen hier. Hochbeet Nummer 1. 4 Melonen. Hochbeet Nummer 2, 5 Melonen. Hochbeet Nummer 3 und 4, jeweils 4 Melonen. Hochbeet 5 und Nummer 6, 4 Melonen. 4 Melonen. Also unten auf dem Vetter noch Freiland. Pflanzungen gemacht. Hier habe ich so viele Melonen. Auf dem Hügel habe ich Melonen. Oh, dieses Jahr wird ein Melonenparadies. 2020, das Jahr der Melonen. Also Hashtag Melonen-Challenge, sage ich da nur. Und ja, Melonen gehen immer. Für einen rohköstlichen Veganer geht sowas immer. Geht immer. Naja, wachsen auch ziemlich gut heran. Und ich werde auch dann bald mal ein Video machen, warum ich sie auf dem Hügel in Hochbeet und ins Freiland reingesetzt habe und wie ich sie dann auch pflegen werde. Also darauf könnt ihr auch schon ziemlich freuen. So, jetzt weil ich auch hier schon mal vom Gewächshaus bin, der Kartoffelturm hier, kann man schon an der Seite erkennen, dass die Kartoffel rauskommt, die ersten. Und auch oben kann man schon erkennen, dass die ersten Kartoffeln austreiben, genau wie hier. Kartoffeln an den Seiten, überall schauen sie raus. Die kommen jetzt auch schon langsam. Also dieses Jahr Kartoffelturm funktioniert auch. Dann, was wir hier haben, ja, Pflücksalat, der wächst, ist schon erntereif. Schön viel Salat, wächst hier so in die Höhe. Knoblauch, nee, das sind Zwiebeln. Und in der Mitte haben wir nochmal Möhren rausgesät, weil mein Vater ein bisschen enttäuscht war, warum das Saatgut nicht aufgegangen ist, obwohl wir sie schon im Februar ausgesät haben und noch kein Lebenszeichen. Naja, müssen wir mal schauen. Und ja, sonst ganz schön viele Schnecken haben wir hier auch. Also da zum Beispiel ein Salat komplett runtergefressen, noch ein Salat hier hinten auch komplett runtergefressen. Ja, gehört aber dazu, die schwachen Pflanzen werden halt immer wieder aussortiert. Dafür habe ich hier ziemlich viele große Pflanzen. Und für die Leute, die in meiner Nähe wohnen. Und ja, also ich finde die Adresse, könnt ihr mich anschreiben oder findet ihr auch auf meiner Webseite. Ich gebe gerne was, aber also ich habe genug Salat. Und ich freue mich immer wieder, wenn Leute kommen und etwas abhaben wollen. Hier die Orange geht es auch gut. Die Eisheiligen auch draußen überstanden. Tapfer und wacker. Hier Brennnesseljauche. Und wenn wir hier jetzt anfangen, Sonnenblumen.
Hier auch wieder einen stark angefressenen Kohl. Einen sehr stark angefressenen Kohl. Eine Möhre, von der ich auch Samen haben möchte. Die Erdbeerchen blühen. Schön Erdbeeren. Auch hier Kohl, Erdbeeren, Salat und weiteren Kohl. Also überall Kohl, die ich ausgepflanzt habe. Hier der Grünkohl, der wunderbar in die Blüte gegangen ist. Und die Himbeere natürlich, die jetzt auch schon langsam Früchte produziert. Und wenn wir dann noch ganz kurz hier vorbeischauen. Hier kommen schon die ersten Möhrchen aus dem Kübel heraus. Hier an der Seite Mangold, wild ausgesäter rote Beete, die Samen schmeißen. Ist auch schön. Thymian. Und hier habe ich eine Zucchini ins Freiland gesetzt. Muss ich auch ein bisschen vor den Schnecken beschützen. So, jetzt kommen wir hier ins Gewächshaus. Haben wir auch drei Reihen. Also pro Reihe drei Pflanzen Tomaten reingesetzt vor 2 Wochen. Denen geht's auch wunderbar. Wunderbar einfach nur. Die ersten bekommen sogar schon Blüten. Manche sind klein, manche größer, dürfen wachsen. Und ja, ich freue mich einfach. Ganz schön viele Tomaten. Und hier drüben auch wieder Paprika, die blühen. Auberginen. Da hinten sogar Stangensellerie, weil wir da Platz hatten und ich dachte, warum nicht? Die Birkenwärme und viel Nährstoffe. Hier ist so viel Bokashi und Leben drin. Und ja, die Pflanzen, die wachsen immer stetig heran. Paprika, Auberginen. Paprika, Auberginen, Chilis. Die Pflanzen habe ich mir jetzt zum Beispiel gekauft, weil ich die Sorte nicht hatte. Und naja, hier habe ich auch wieder ein paar Schnecken mit aufgeklappt. Aber sonst erholt sich jedes alles und darf sogar wachsen. Pflanzen freuen sich sogar darüber. Und jetzt gehen wir nochmal schnell raus an die Seite zum Kompost. Denn da habe ich auch was gemacht. Also bevor ich dann jetzt weiter an den Kompost gehe, das möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Das sind die Pfingstrosen, die haben meine Eltern gepflanzt. Das sehe ich auch jetzt bewusst zum ersten Mal. Und die schauen richtig schön aus. Also die schauen wirklich schön aus. Letztes Jahr war hier der Kompost. Dann habe ich sie ja versehentlich verdeckt. Aber das sind wunderbare Blumen. Ja, und das will ich einfach mit auf Video festhalten. Ich meine, das ist doch was Schönes, finde ich. Das ist was Schönes. Und sieht man nicht so oft, finde ich. Sieht man nicht so oft. Ja, jedenfalls, erster Komposthaufen, wo ich auch schon Bokashi mit eingearbeitet habe und gewendet. Hier das Gleiche. Und wenn wir dann ganz weit dahinter gehen, habe ich hier Zucchini in den Kompost reingeschmissen. Schnecken knabbern da auch schon ein bisschen stärker an. Also hier an den Trieben treiben für gewöhnlich ziemlich gut wieder aus. Aber die muss ich jetzt auch ein bisschen beschützen. Aber hier Regenwürmer leben. Alles bringt Leben. Und ja, Zucchinis kann man gut auf Kompost oder auch Kürbisse setzen und das habe ich jetzt einfach gemacht. Das habe ich jetzt einfach gemacht. Weil dann geben die auch richtig viel. Die hauen dann schon Erträge raus. Müssen aber immer regelmäßig gegossen werden. Und ja, so viel jetzt hier zum Garten meiner Eltern. Jetzt gehen wir mal runter zur Hauptertragsfläche. Da hat sich natürlich auch einiges getan. Einiges. Ja, dann fangen wir doch mal hier unten auf dem Feld an bei den Kartoffeln. Also die sind auch während den Eiserlegen alle rausgetrieben und ja, das sind jetzt so meine Kartoffeln in den Dämmen, die fühlen sich auch wohl. Die sind auch schon alle rausgekommen und gekeimt. Und was mich auch schon sehr freut ist, ich habe Buschbohnen schon am 1. Mai reingesetzt. Ich weiß jetzt nicht wo, ja genau hier kann man jetzt zum Beispiel eine erkennen. Das ist jetzt eine Buschbohne, die auch aufgegangen sind und überall hier auch. Kann man so eine kleine Pflanze sehen und die gehen jetzt auch langsam aus. Direktaussaat habe ich hier gemacht. Da wachsen auch Erde aus den Hügeln mit raus. Können sie ruhig machen. Bin ich sowieso mal gespannt, wie sich das hier so entwickelt.
Ja, sonst das Einzige, was mal die abbekommen haben, die Kartoffeln waren so ein bisschen kühle Winde, aber sonst treiben die ganz schön gut an. Hier habe ich auch wieder Tagetes reingesetzt wegen den Nematoden. Habe ich auch da vorne reingesetzt, da immer an den Enden von den Hügeln, also von den Dämmen, habe ich dann immer ein bisschen Tagetes mit reingesetzt, wie gesagt, wegen den Nematoden. Hier dicke Bohnen, die auch blühen. Einfach wegen dem Stickstoffverhältnis. Und hier können wir sehen, dass der Vogel hautnah Samen pickt. Da, wo ich meine Wildblumenwiese gemacht habe. Naja, ein paar Samen kann er sich ruhig rausnehmen. Ist in der Natur. Soll rauskommen, was er will. Vielleicht pickt er sich auch ein paar. Pickt er sich vielleicht auch ein paar Würmchen mit raus. Aber ich habe sowieso Phacelia einmal hier ausgesät und das geht hier wild überall raus. Also von dem her, Bienen haben hier genug. Bienen haben hier genug. Ja, dann sind wir hier vorne. Was ich auch sehr interessant finde, auch hier kommen wieder Buschböhnchen raus. Und hier, das ist jetzt eine Zucchini, die ich im Samen reingeworfen habe über die Eisheiligen. Die kommt raus und natürlich nebenan eine Kartoffel. Mal schauen, wie die sich vertragen. Also das hatte ich auch noch nie, dass ja, das so nebeneinander wächst. Das möchte ich mal schauen, wie sich die so entwickeln. Also da bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe mich sehr gewundert, als ich das heute gesehen habe. Also von dem her, mal schauen. Und hier ist schon zum Beispiel Phacelia wild aufgegangen. Habe ich nicht rausgesät. Überall, sage ich doch. Wenn wir uns hier mal das Beet anschauen, dann sehen wir auch hier Buschbohnen, wild aufgehende Sonnenblumen, alles schön in der Mischkultur. An der Seite habe ich zum Beispiel jetzt auch neben den Buschbohnen auch nochmal dicke Bohnen, meine ich, Buschbohnen mit reingesetzt. Und hier kann man jetzt noch den Kohl sehen. Der hat nochmal die Eisheiligen mit abbekommen. Aber jetzt sind die wärmeren Tage, die erholen sich alle. Also hier ein bisschen Kohl, natürlich auch Salate, alles in Mischkultur, auch Tomaten habe ich mit reingesetzt. Also hier einfach Tomaten mit frei draußen, weil die letzten Jahre haben gezeigt, dass es so viel Regen gar nicht geben wird. Dann habe ich die einfach mal rausgesetzt, einfach mal zum Testen und zum Schauen. Und auch um wieder eine Mischkultur zu fördern, weil viele Insekten mögen ja natürlich nicht den Geruch von Nachtschatten wie Tomaten. Hier habe ich noch eine Melone im Freiland, der geht's gut. Hier Salat, 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 überall Salat. Hier Salat, Spinat. Genau, hier, das ist Knoblauch, der drin geblieben ist. Den lasse ich auch einfach wachsen. Phacelia, meine natürliche Voranzucht von Salat vom letzten Jahr. Alles wird aufgegangen. Also Permakultur, man muss da wirklich nicht so viel machen, wenn es sich einmal ausgesät hat. Auch hier unten Kohl, hier Kohlrabi, Kohl, Rotkohl, noch mehr Salat. Dann da vorne natürlich auch Mangold und noch mehr Spinat und Kohl. Alles da so ein bisschen mit rausgesetzt. Hier auch wieder Sonnenblumen, die wild aufgehen. Lasse ich einfach wachsen. Könnte vielleicht andere, da könnte ich auch ein paar Buschboden mit reinsetzen, um einfach als Ranghilfe die dienen zu lassen. Zumal, weil die Pfahlwurzeln von Sonnenblumen auch Beikraut unterdrücken. Deswegen lasse ich den auch da drin. Hier eine Zucchini, zwei Zucchinis, drei Zucchinis. Und hier habe ich Kartoffeln einfach ins Mulchbeet reingeworfen. Kommen jetzt auch alle. Und hier vorne auch wieder rote Beete vom letzten Jahr, die blüht. Ein paar werde ich noch so rausnehmen, aber manche auch viel Samen nehmen. Hier auch, dann auch wieder hier massig Spinat, Zwiebeln, Spinat. Hier eine Sonnenblume. Auch wieder rote Beete vom letzten Jahr. Spinat, den ich ausgesät habe. Auch wieder hier Kohl dazwischen. Tomaten, die es ein bisschen erwischt hat von den Eisheiligen.
Aber die kommen, habe ich nachgeschaut. Mal schauen. Oder auch nicht. Eine habe ich raus. Naja. Ist halt dann so. Ich glaube, ich habe eine neue reingesetzt. Muss ich dann nochmal gleich schauen. Und hier auch. Rote Beete, Zwiebeln, alles Mögliche. Und dann gehen wir mal hier auf den Hügel, denn da kann man auch schon sehen, dass da was wächst. Hier sehen wir den Komposthaufen mit Kürbis. Ein Kürbis, zwei Kürbis, drei Kürbis, vier Kürbis, fünf Kürbis, sechs Kürbis, sieben Kürbis und davor der achte Kürbis. Das da vorne, der kleine hier ist ein Hokkaido, genau wie der. Da sind Amazonka, Lumia, Riesenzentner. Wir dürfen da einfach mal wachsen und ja, einen schönen Komposthaufen von der Grasnarbe wachsen. Die entwickeln sich bestimmt gut, die mögen sowas. Und hier habe ich nochmal eine Melone und noch eine Melone unten am Ding hingesetzt, am Boden. So, dann fangen wir jetzt hier links an oder rechts vom Folientunnel. Fangen wir mal hier an. Natürlich Phacelia ohne Ende. Also ich glaube, ich bin der Phacelia-Mann für die Bienen. Also überall habe ich hier Phacelia, hier auch. Wächst auch Phacelia, blüht. Ist einfach eine wunderbare Gründüngungspflanze auch. Auch wenn sie vielleicht andere Pflanzen ein bisschen unterdrücken. Aber hier kommen auch schon ein paar Samen raus. Ich glaube, ich habe mal hier. Ah ja, hier, genau. Hier, das ist Kapuzinerkresse. Und sonst, die habe ich hier ausgesät. Hier muss ich immer ein bisschen aufpassen, ist, weil hier die Phacelia wächst. Aber wo ist denn die jetzt? Hier ist auch irgendwo eine Möhre mit wild aufgegangen. Muss ich mal schauen. Also wie gesagt, die Phacelia, die wuchert ohne Ende. Ist auch eine super Gründüngungs- und Bienenpflanze. Durchwurzelt auch wunderbar den Boden. Ich mag sie. Ah ja, genau. Hier so ein bisschen im Schatten. Hab sie gefunden. Hier versteckt sich die Möhre. Die ist ein bisschen wild aufgegangen. Ja, also das ein bisschen sehen. Und sonst hier kommt auch Phacelia raus. Aber ich glaube, die reiße ich jetzt gleich raus, weil das wird jetzt ein bisschen zu viel. Die wuchert mir ein bisschen. Weil ich hier auch noch andere Kulturen wie Salat habe und sowas. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch Möhren und rote Beete ausgesät. Und dann warte ich halt, dass die rauskommen. Da kann ich Phacelia leider nicht gebrauchen. Auch wenn es so schön ist. Aber hier auch wieder Zucchini, Zucchini, Zucchini. Zucchini, Zucchini, Zucchini. Salat. Nochmal Zucchini. Blätter hängen, weil es jetzt Mittagszeit ist, deswegen. Also keine Sorge, am Abend, da werden die das schon wieder antreiben. Und hier Salat, 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 Salat. Alles erntereif. Auch hier Salat ohne Ende, Salat. Permakultur ist doch machbar, oder nicht? Also so ist zur Heidenarbeit manchmal, aber lohnt sich irgendwie dann doch. Weil hier ist die rote Beete. Das ist die schaut so weißlich aus, weiß, hell, rot. Lass ich auch überwintern. Ist überwintert, wirft auch Samen, nämlich Samen. Hier noch eine Melone, im Freiland noch eine Melone, noch eine Melone. Melone, Melone. Sonnenblume. Und hier auch nochmal Melönchen, Phacelia. Hier ist eine Tomate. Da brauche ich noch einen Stab, ich habe keinen Stab mehr. Dann nehme ich einen Ast oder irgendwie sowas. Dann hier Tomate, die am Stab wachsen darf. Dann habe ich da eine Wildtomate, Kohl. Also hier habe ich halt die Mischkultur Kohlpflanzen mit Tomaten. Weil die Fliegen das nicht so mögen, diese Kohlfliegen. Und hier ist der Wirsing, wo sich die ganzen Wildbienen schon ergötzen und freuen. Und hier auch wieder Sonnenblumen. Hier vorne habe ich Sonnenblumen und Buschbohnen mit reingesetzt, damit die gut wachsen können. Und hier auch Rosenkohl, denke ich. Genau.
Und ja, das ist jetzt einfach so der Freiland, das Freiland bei mir. Nach den Eisheiligen, Melönchen, alles Mögliche, Salate. Werde das Video auch damit belassen, weil ich jetzt hier auch noch reingehe und die Tomaten aufbinden werde. Aber ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei diesem wunderbaren sonnigen Tag. Ich hoffe, euch hat mein kleiner, aber feiner Gartenrundgang gefallen. Kühle Tage sind vorbei, hoffe ich. Und ich freue mich einfach, dass jetzt der Garten weiter gedeiht. Ich freue mich wirklich. Und jedenfalls würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Hier mein Permakulturprojekt Peace, damit ihr einfach mit daran teilhaben könnt. Gerne freue ich mich auch darüber, wenn ihr Freunden, Bekannten von mir erzählt, meine Videos verbreitet, den Kanal einfach so weiter fördert, damit ich auch hier wirklich weiter für euch die Videos produzieren kann, auch hier etwas aufbauen kann und auch hier davon leben kann. Denn ja, die Natur, die ist doch schon was Schönes und wir müssen einfach mehr Respekt für ihr geben und ich habe wirklich so viele Sachen und ich gebe auch gerne etwas ab. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Sonnenblumen, Melonen, alles wunderbar am Gedeihen. Ach, ich freue mich einfach.